Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ja, nachdem wir uns angefangen haben, eine Silberrüstung herzustellen, ist es so, dass wir halt noch ein paar Wolfsköpfe und Drachenköpfe brauchen. Ich habe jetzt aktuell 2 Drachenköpfe im Gepäck. Wir bräuchten aber 3, damit wir eine Trophäe wieder haben. Wir bräuchten 2 oder 3 Wolfsköpfe noch. Ich finde hier gerade aktuell aber leider keine Tiere mehr. Ich bin jetzt hier einmal auf dem... irgendwas hat geschossen. Auf dem ganzen Berg rumgerannt und habe einfach nichts mehr gefunden. Und ja, in der Zwischenzeit wurde natürlich das ganze Silber durchgeschmolzene innerhalb von, ich sag jetzt mal, 1 Stunde, 1,5 Stunden ist das gemacht worden. Dann habe ich mich halt hierher begeben. Und ja, jetzt bin ich halt einfach nur auf der Suche nach das da. Und nach Wölfen natürlich. Wow, Ike, das war ein Satz mit X. Au. Wir bräuchten halt einfach nur noch einen einzigen Drachenkopf. Und dann halt, ja, noch ein paar Wolfsköpfe. Damit wir uns natürlich auch den Umhang herstellen können. Ah, das ist schon wieder so ein Eier-Drachennest. Da habe ich natürlich hier auf dem Berg noch einige gefunden, ne? Ei, ei, ei. Na komm, gib du jetzt wenigstens noch einen Kopf. Einen Kopf, bitte, bitte. Natürlich nicht. Ja, Drachenkopf und Wolfsköpfe brauchen wir noch. Pelz haben wir mehr als genug. Genauso wie Zähne. Aber Zähne brauchen wir ja auch nicht mehr. Darko hat ja schon Dings. Wie heißt das? Na, das, wofür man die Zähne braucht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Wo ist denn der jetzt gestorben? Hier. Ich höre Wölfe. Da. Bitte sag mir, dass ein Kopf dabei war. Bitte. Natürlich nicht. Wow. Ja, ich möchte nämlich dann das Schwert für Darko herstellen. Den Helm. Und ich weiß gar nicht, was wollte ich noch machen? Ein bisschen upgraden hier alles. Und ja. Portal ist da oben. Das nutzen wir jetzt natürlich hier im Loch. Was fliegt da oben? Da war doch gerade was. Ein Drache. Das ist Fenrir. Alter, holy shit. Ja. Ja.
Der Drache nervt gerade halt. Okay, Fenrir ist down. Nice. Es ist nur noch dieser Kackdrache. Wo ist er? Alter, deine Suppe kannst du behalten. So. Ja. Kein Kopf, schade. Dann werden wir jetzt erstmal zurückgehen. Au. Die Sachen schnell fertig craften und ja. Dann schauen wir einfach mal weiter. Aber vorher legen wir uns hin. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Du bist nass. Du darfst dich nicht hinlegen. So, das kommt hier runter. Das kommt da. Das wird gleich alles einsortiert. Und wir legen uns mal kurz hin. Tü-tü. Wir müssen unbedingt wieder Kohle. Alter, auf jeden Fall Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, und wir hatten zwischendrin natürlich noch ein Raid mit 5 Trollen. Da war Darko nicht da. Wir haben uns draußen ein paar Spikes kaputt gemacht. Kann man leider nicht verhindern, aber ja, gut. Passiert halt. Das war hier. Das war da. Und das war hier. So, wir brauchen Silber, haben wir gesagt. Für den Helm. Und Wolfspelz. Da haben wir ja jetzt mehr als genug. Also kriegt Darko jetzt seinen Helm. Der müsste oben sein, genau. So, und sein Schwert wollte er ja noch unbedingt haben. Was braucht das noch? 5 Eisen, Holz und Lederreste. Haben wir noch so viel Eisen? Ja. Lederreste und Holz müsste ausreichen, ne? Jo. Dann hat er da sein Schwert. Da bauen wir ihm hier mal eine Kiste rein. Oder wir bauen die hier vorne hin. Wir haben nicht genügend Holz. Wow. So. Da hat er seinen Helm. Da hat er sein Schwert. Kann er glücklich sein. Schade, dass es keine Axt, kein Streitkolben in Form von Silber gibt. Das hätte mich viel mehr gefreut. Die Fressalien kommen hier rüber. Das ist fertig. Wir brauchen unbedingt Ausdauermet. Da haben wir einfach nichts mehr.
Ja, Dracheneier haben wir ja jetzt 3 Stück. Das heißt, wir könnten demnächst tatsächlich zum Mutterdrachen. Ich weiß nur nicht, ob man da zu Fuß hinkommt oder mit dem Boot fahren muss. Ja. Ach so, genau. Ich wollte mir auch noch was herstellen. Und zwar, da Darko ja unbedingt das Schwert will, mach ich mir den Umhang. Und da kann er sich beschweren, wie er möchte. 4 Silber, 1 Kopf, 6 Pelz. Silber. Ach, wisst ihr was? Da ich ja kein Charakterschwein bin, stell man zweimal her. So. Einmal ziehe ich natürlich gleich direkt an. So. Ich bin einfach viel zu schwer. So, dann hat er das jetzt. Wolfsleder war hier. Der Umhang kommt nat ja. Natürlich nach hinten in die Kiste. Packt man den denn hin? Wir packen den hier mit rein. Ja. Gut, dann Moltenberries brauchen wir. Wir brauchen Moltenberries. Keine Ahnung, was. Ach, das ist Sumpf. Das war Sumpf, oder? Nee, das war Sumpf. Warum haben wir dann hier ein Portal? Ich muss gucken gehen. Wir brauchen Moltenbergische Ausdauertrank. Der ist nämlich in Kämpfen immer echt gut. Ach, das war hier am Sumpf. Ah, okay. Ach, die machen ja kaum noch Damage. Na, wer will als erstes? Ja, die machen kaum noch Damage. Das ist geil. So. Hier oben war noch ein Grab. Das ist von, ja, Darko. Wow, dann lässt er hier einfach eiskalt Holz zurück. Ich glaub, mich hackt's. Was? Das ist ein Gebüsch, okay. Was zum Geier? Ah, das ist Moltenberries. Die machen wirklich kaum noch Damage, das ist geil. Hallo, ihr kleinen Kackbratzen. Kommt doch mal her. Alter, na warte.
Na, warte. So, der ist down. Du auch noch? Ja. Ich würde sagen, das geht jetzt mal ganz easy mit denen hier. Das ist geil. Kiste. Danke. Wir brauchen aber noch mehr Molten Berries. Ja. Brauchen wir 10 Stück für einen Trank. Leider kann man die nicht bei uns anbauen. Das ist ein bisschen schade. Da würde ich nämlich dafür auch noch direkt ein Feld anlegen. Aber gut, man kann ja leider nicht alles haben. Aber die Ebene ist jetzt recht easy zu bewältigen. Außer die Lockside. Die haben es halt doch noch in sich, trotz der Knochenwanstfähigkeit. Aber ansonsten kann man hier schön rumlaufen ohne Probleme. Ich werde mir trotzdem vorsichtshalber mal auf die 8 das packen, ne? So. Oh, die sind bei den Dings dort, da wo ich... Wo ist denn der gestorben? Da wo ich hin will, um... Oh, Moldmärchen zu farmen. Wo ist denn der jetzt gestorben, der eine Typzi? Hier? Ja, hier. Okay. Oh, da gibt es noch mehr Molten Berries. Und tschüss. Ich bin raus aus dem Geschäft. Ja, gut. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Die Riesenviecher, die sind mir da ein bisschen zu heavy. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das in einer Aufnahme mitgesehen habt. Die können wohl Magie einsetzen. Die machen da irgendwie so eine Art Schild um sich. So ein Magieschild oder so. Nee, da möchte ich mit Darko dann zusammen hingehen und das mal austesten. Ne? So, was ist das hier? Gibt's hier einen Schatz? Oh, was ist das? Wegvisier Jaglut. Alles klar. Ja. Da haben wir dann auch schon den 5. Bossgegner. Wie viele Molten Berries haben wir denn jetzt? Das ist eine gute Anzahl, würde ich behaupten. Das ist eine echt gute Anzahl. Aber ich denke mal, da geht noch mehr. So, hier die eine noch. Ah, hier ist auch noch eine versteckt. Das ist ein Stein. Ah, hier unten sind noch 3. So. Also durch die Ebene jetzt zu rennen ist recht easy, wenn man eine bestimmte Fähigkeit hat. Für alle, die auch Valheim spielen und hier immer gestorben sind, jetzt wisst ihr, holt euch die Knauwandsfähigkeit. Eigentür alleine regelt nicht immer.
So. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben noch 80, 86 Platz frei. Wir haben gleich 100 Molten Berries. Nice, nice. Nein. Sowas haben wir schon in einer Aufnahme gemacht. Darko darf sowas auch mal klären. Ich bräuchte noch eine Molten Berry, dass ich auf 100 komme. Alter, wie groß ist denn das Stück Ebene hier? Holy. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, ein paar mehr. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Ach, das ist nur ein Stein. Okay, das sah mir gerade etwas merkwürdig aus. Da kommen noch mehr Molten Berries. Und hier auch. Alter, das ist ja ein richtiges Paradies hier gerade. Ja, das heißt, wir brauchen dann mehr Honig, so wie es aussieht. Komm, du kommst auch noch mit. Waren hier unten jetzt? Da unten sind halt auch noch welche. Ja, das wird mal eine reine Moltenberry Farm Tour hier. Und wenn ich zum Anfang ein bisschen was anderes gemacht habe. Aber ich werde gleich zum Portal zurückgehen. Wo ist das? Oh. Gut, dann werde ich jetzt die Folge hier beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.